So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs und ich muss euch leider etwas mitteilen, denn dieses Baugebiet ist ab sofort nicht mehr das Baugebiet, denn schaut euch das an, hier haben wir 11x11 Fackeln und ich habe nochmal meine Skizzen geschaut und da braucht man leider 14x14 Fackeln. Das heißt, entweder müssen wir das hier vergrößern oder wir suchen uns eine neue Stelle und ich dachte mir, okay, dann ist es wahrscheinlich doch einfacher, sich eine neue Stelle zu suchen. Das habe ich auch schon gemacht und dachte ich mir, Moment mal, wenn wir hier sowieso schon so ein Graben haben, warum machen wir das nicht daneben, ne? Neben dem Spinosaurus-Gehege. Weil dann können wir gleich fliehen, weil der Spinosaurus ist ja genauso gefährlich wie der Tyrannosaurus Rex auch, ne? Wenn nicht gar gefährlicher. Deswegen habe ich das hier schon mal umzäunt. Das sind nämlich auch 14 mal 14 Blöcke. Genauso wie es eben sein muss und wie es auch in meiner Skizze eingetragen ist. So, na, ihr seht schon, ich habe jetzt auch schon ja ein paar Kieselblöcke, also für den Boden. Und die müssen wir auch gleich mal benutzen. Und zwar, beziehungsweise erstmal brauchen wir die Quarz-Treppen, um halt zu gucken, wo wir quasi landen müssen. Ich zähle einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir müssen theoretisch hier die Treppe hinsetzen. Und hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht irgendwie nicht auf, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, das geht tatsächlich auf, ne? Also sind wirklich 5 Blöcke. 5 und auch 5 Blöcke auf dieser Seite. Ich war nur gerade verwirrt wegen dem 6. Block, den ich ja fälschlicherweise mitgezählt habe, den wir aber bebaut haben, ne? Von daher geht alles prima auf. Ein Glück. Ich hatte schon wieder hier den Abrisshammer in der Hand. Genau, das kommt ja auch alles raus. Wichtig. Ja, auch diese Grasblöcke müssen alle entfernt werden, damit wir hier vernünftig bauen können. Genau, das ist erstmal der Anfang. Das werden wir jetzt auch symmetrisch auf jeder Seite so machen. Denke ich mal. Doch, das macht Sinn. Wir machen das auf jeder Seite symmetrisch so, damit wir schon mal hier so ein Muster haben, ne? Also wir zählen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Zack. Und hier brauchen wir das dann ja einfach nur noch so machen, dass wir hier gucken. Hier. Zack. Zack. Ja, und genauso hier. Und seht schon, da haben wir hier schon mal so eine Symmetrie halt, ne? Weil auch wenn es nur so ein Schutzbunker ist, das soll ja auch schön sein, ne? Deswegen soll da auch Symmetrie drin sein. Genau, und hier habe ich die Fackeln übergelassen. Aua, das ist ein schlimmes Vergehen. So, und ihr seht schon, welche Form das nachher annehmen soll. Vielleicht könnt ihr es euch auch denken, es soll eine Art StarCraft-Bunker werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich nur dadurch inspiriert, nicht komplett übernommen. So. Genau, jetzt kommt auch der gekieselte Stein ins Spiel, der gar nicht mal so einfach ist zu erstellen. Ja, mit der Schaufel kann man da schon ein bisschen mehr weghauen. Ja. Ihr seht schon, die Schaufel ist einfach genial. Nur wir müssen die leider mal reparieren, ansonsten haben wir ein Problem, denn lang hält die nicht mehr. Ne, das ist unser Problem. Obwohl die auf Unbreaking 3 ist, die hat nicht mehr viele Durchgänge. Bald ist sie zerstört. Leider. So, aber das können wir auch mal, tun wir hier überall hin. Zack, 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 zack. Hier auch. Genau, das können wir hier nochmal wegschaufeln. Mit den letzten Schlägen, die diese Schaufel wahrscheinlich noch hat. Ganz ehrlich, viel wird die nicht mehr haben. Ihr seht es ja schon in der Anzeige, die sollte schon längst kaputt sein. Wenn ich da kein Unbreaking drauf hätte, wäre die auch schon längst kaputt gewesen. Aber seht mal, Unbreaking, das macht schon ordentlich was her. So, daneben haben wir nämlich auch was. Und zwar kommt jetzt die Netherbricks kommen ins Spiel. Ja, da können wir die Hanglider mal zur Seite tun. Und zwar kommen die jetzt daneben. Und ihr fragt euch vielleicht, Askalda, wieso kommen die denn jetzt daneben? Was hast du denn vor? Richtig, ich habe nämlich was vor und ich muss erstmal gucken, dass ich hier auch wirklich das Richtige erwische. Zack, zack. Das machen wir auch auf jeder Seite wieder. Ne? Dann machen wir nämlich hier schon mal die Grundstruktur. Ja, weil so schwer ist das gar nicht, das ist eigentlich relativ einfach. Das ist auch ziemlich einfach zum Nachbauen. Also wenn ihr es nachbauen wollt, dann wisst ihr, wie das geht, ne? Das Ganze könnten wir dann auch schon höher machen. Ja, das heißt, ich werde hier mal den raus. Und dann könnten wir den theoretisch schon höher ansetzen. Ne? Also sind wir davon ein höher. Ein höher. Dann wieder ein Dirt Block. Und dann können wir noch einen höher setzen. Ja, so dass wir den 3 hoch haben, ne? So machen wir das. Genauso machen wir das dann auch mit hier dem Nether Stairs. Ne? Und genauso machen wir das auch auf den anderen Seiten. Aber dann schaffen wir hier das schon mal weg.
Zack. Weil es soll ja später wohl nicht mehr da sein. Ich denke mal, das ist klar. Genau. Zack, können wir eigentlich schon so machen. Oder so. Ja, genau, so ist das einfacher. So. Zack, zack, zack. Das machen wir jetzt einfach überall mal. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, ne, dann müssen wir nicht nur noch so, so machen. Dann können wir das einfach die ganze Zeit überall machen. Muss dann nachher nur noch den Dreck wegbauen. Und schon ist das Ganze schon mal gemacht. Ne? Und ihr seht auch schon, das wird jetzt so eine kleine Art Kuppel. Ne? Sodass wir halt in der Mitte noch ein bisschen Platz haben zum, ja, wo es dann halt runter geht nachher. So, ne, es wird halt so nach oben getüftelt sein. Genau, die kommen dann auch noch hin. Einfach daneben. Zack, zack. Und dafür brauchen wir dann extra keine Dreckblöcke mehr, denn wir haben ja schon diese Nether-Quarz-Treppen. Und darin können wir einfach die, ja, wie heißen die eigentlich hier? Die Nether-Brick, Nether-Brick-Stairs rantun. Ne? Seht ihr, das funktioniert auch ziemlich gut. Jetzt muss ich nochmal auf meiner Skizze schauen, wie ich das denn jetzt gemacht hatte. Genau, ich hatte als dritten, hatte ich dann sogar einen Rand gemacht, das heißt, zack, zack, da habe ich dann quasi den Abschluss gemacht beim dritten Block. Ja, weil, wie gesagt, das soll auch relativ flach gehalten werden. Das soll ja jetzt nicht sonst was für ein Monument werden, sondern schließlich ein Bunker. Und die sind halt auch immer ziemlich flach gehalten, ne? Ist ja auch, denke ich mal, logisch. Soll ja Schutz zum Schutz dienen. Eine Verteidigungsanlage soll das Ganze sein. So. Genau, 2-2. 2-2. Ich glaube, so ist das richtig. Ja, und dann nochmal hier. Nee. Ach, das geht noch gar nicht in dieser Version, oder was? Dass man die Treppen eckig bauen kann. Ich weiß nicht, eigentlich sollte das gehen. Doch, ihr seht schon, das geht. Super. Ja, so sollte das aussehen. Hat auch geklappt, das ist schön. Genau, brauchen wir jetzt hier wieder einen Drag. Und hier auch einen Drag. Na, ihr seht schon, Drag zum Bauen ist ziemlich gut. Zack, und hier in der Mitte müssen noch einer hin. Das heißt wieder Dreck. Wo haben wir den hier? So, und so füllen wir jetzt die Ecken aus. Und ganz ehrlich, sieht doch gar nicht mal schlecht aus, oder? Aber finde ich jedenfalls, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Hier können wir das eigentlich auch mit Treppen machen. Wenn wir einfach hier den Quarz nehmen. Und hier könnten wir dann entweder auch eine Quarz. Ich weiß nicht, hier könnten wir sogar. Genau, hier könnten wir sogar einen Quarzblock reintun, ne? Also den würde ich aber nicht mehr den gekieselten nehmen, sondern den normalen. Den könnten wir nicht hier einfach reintun, ne? Und ihr seht schon, das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das werden wir jetzt auf allen Seiten so machen. Dann können wir theoretisch auch die Fackeln dann nachher wegtun. Die brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Ne, die dienten ja nur zur Orientierung, wo wir was hinbauen, aber die sind dann ja überflüssig, wenn wir das hier dann schon haben. Genau, hier müssen wir das aber anders bauen. Hier müssen wir das einmal so abbauen und anbauen. So, hier dann brauchen wir wieder die Dreckklötze. Genau, von innen regeln wir dann das das nächste Mal. Erstmal müssen wir hier das so schaffen. Genau, Dreck wieder hoch. Der auch nochmal. Zack. Und hier genau das gleiche. Ja, und dann einfach noch einen Quarzblock rein. Und somit haben wir dann auch die Ecken. Und ich finde, das sieht eigentlich schon so ziemlich gut aus, ne? Wenn man dann überlegt, hier kommen dann die Türen rein. Ja, das hat auf jeden Fall was. Ne, hier müsste man dann auch nochmal Quarzblöcke reinmachen, aber das ist ja logisch, ne? Aber es kommt alles noch, ne? Keine Angst. Da ist noch nichts fertig hier. Das muss erst alles noch gemacht werden. So, die Fackeln kommen auf jeden Fall schon mal weg, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Genau, wieder die Treppen. Und ihr seht schon, ich habe eindeutig zu wenig gemacht. Ich wollte eigentlich mehr machen, aber naja, das kommt davon. Dass, also, ihr seht schon, wir werden nicht fertig, diese Folge. Wir haben nämlich nicht genug Treppen. Blöd. Naja, muss man mit leben. Kein Problem. So. Nee. Das war ziemlich dumm. So. So ist es richtig. Dann brauchen wir wieder Dreck. Schön Dreck. Und diese Ecke kriegen wir sogar noch fertig. Und dann war es das auch, ne? Wobei die Ecke kriegen wir noch nicht mehr diese Ecke kriegen wir fertig. Schade eigentlich. Wobei, doch, die Ecke kriegen wir tatsächlich fertig. Nur die andere dann nicht. Das heißt, eventuell müssen wir da gleich nochmal was machen. Zack. Moment, eigentlich kann ich das auch so machen. Dafür bräuchte ich jetzt nicht extra einen Dreckblock.
Aber naja, ihr seht schon, diese Ecke kriegen wir nicht mehr fertig. Schade. Aber ist dann eben so. Kommen wir Block auf Quarz, das kann man dann hier auch nochmal reintun. Ja, das kann man auch noch machen, ne? Genau, hier diese Ecke, die bleibt jetzt erstmal unbestückt. Das müssen wir dann irgendwie nochmal machen. Wie wir das dann machen, das ist eine gute Frage. Wir haben ja gerade gar keine Treppen. Wir haben allerdings Holz. Dann machen wir uns mal einen neuen Crafting Table. Genau, machen wir uns mal einen neuen Crafting Table. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Quarz. Und damit können wir uns Treppen machen. Wie viele Treppen brauchen wir? Ein bisschen mehr. Ich glaube, 8 sollte, ja, 8 sollte reichen. Ne, jetzt haben wir sogar 12, das reicht locker. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht, aber es sollte eigentlich reichen. Ja, das reicht locker. Ja, schaut euch das an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den abbauen. Zack. Dann nochmal Drag und Drag. Und seht schon, das hat locker gereicht. Sogar 8 hätten, na, 8 hätten nicht gereicht. Okay. So, dann haben wir auch die Ecken schon mal fertig und das Grundgerüst steht dann somit schon mal, ne? Also seht schon, das ging eigentlich ziemlich schnell. Ja. Und wir haben auch ziemlich viel Dreck reingebracht, aber davon mal ganz ab. Ich finde, das sieht eigentlich bisher gar nicht mal schlecht aus. Ja? Oder, oh ja, der hier gehört auch nochmal weg. Ne? Aber ja, wenn der Dreck hier nicht wäre und das von innen, denken wir uns einfach mal weg. Von außen, denke ich mal. Die Grundstruktur sieht schon mal gut aus, finde ich jedenfalls. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Genau, wir stellen hier nochmal ein paar Fackeln auf. Ne. Ich habe die zwar gerade alle weggemacht, aber damit wir hier überhaupt was sehen. Und hier kommt dann der gekieselte hin. Der gekieselte Quarz. Der kommt jetzt wieder zum Vorschein. So. Ne, damit bauen wir hier halt den Boden. Allerdings ist das so, dass in der Mitte. Da, wo sich die ganzen treffen, ihr seht schon, jetzt haben wir nicht genug, da müssen wir einen neuen machen. In der Mitte wird ein Loch sein, das wird quasi hier sein. Ich mache jetzt auch einfach mal ein Loch, denn da geht es ja dann nach unten, ne? Deswegen wird da ein Loch sein, da, wo sich die dann alle treffen, die gekieselten Blöcke. So, und der Rest wird hier einfach normal Quarz, ne? Wir wollen nur die Wege gekieselt haben, weil es ist ziemlich aufwendig, diesen gekieselten Block zu machen, deswegen. Und da soll ja auch hier was Besonderes bleiben. Genau, wo ist die Schaufel? Dreck muss weg. Zack. Und jetzt hauen wir hier überall nochmal den Dreck weg. Oha. Ne, ihr seht schon, hier überall haben wir alles mit Dreck ausgefüllt. Nur um zu bauen, ne? Wie sich das eben gehört. Ja, also wenn ihr baut, dann baut oft mal mit Dreck, weil mit Dreck kann man eigentlich sehr gut bauen. Ihr seht schon, hier müssen wir auch noch einiges machen. Müssen wir einfach mit Quarzblöcken dann versiegeln. Beziehungsweise, ja, wie wollen wir das auch sonst machen? Ja, von daher. Richtig. Genau, zack, zack. Man kann es dann wirklich. Nee, ich würde sagen, nee, das ist zu eng. Ja, das müssen wir mal. Och, jetzt habe ich zu viel weggebaut, wegen dieser Scheiß-Spitzhacke, weil die einfach viel zu gut ist. Ihr merkt schon. Ärgerlich, aber naja. Da muss man durch. Wir müssen da wirklich noch eine Lösung finden, wie wir das hier am besten machen. Genau, den Bogen können wir hier aus Quarz machen. Oh, Kuh, ich dachte schon, da würde ein Ninja jetzt reinspringen und würde meinen Bunker zerstören, aber nein, es war nur eine Kuh. Nochmal Glück gehabt. Genau, diesen Block kann ich, glaube ich, nicht wegmachen. Ich muss mal von oben gucken. Wie gesagt, das ist gar nicht mal so ein. Ne, der muss auf jeden Fall bleiben. Genau. Aber so sieht das ja auch bescheuert aus. Also ich würde wirklich sagen, wir müssen das wirklich so machen. Zack. Dass wir einfach nur diese Wege haben, ne? Also, dass es kein Innenleben gibt, sondern nur die Wege. Ich denke, so müssen wir das machen. Es sei denn, ihr habt eine bessere Idee, weil ich wüsste sonst nicht, wie wir das hier machen sollen. Also, wenn ihr da eine Idee habt, schreibt sie mir mal in die Kommentare, ne? Ansonsten müssen wir mal schauen. Ja, wie gesagt, eure Ideen immer in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Genau, hier an die Seiten muss auch nochmal Quarz ran, haben wir keinen mehr. Egal, dann können wir auch diese Treppen nehmen. Damit kann man das nämlich auch gut versiegeln. Ja, nee, nee, so nicht. So schon mal gar nicht. Wenn dann so. Ja, damit man hier halt dieses Stück hier versiegelt.
Was ganz wichtig ist, guck mal, da können wir auch diese Quarzblöcke, die man gar nicht hier unten braucht, die braucht man ja, hier unten sieht man die ja nicht, von daher kann man die von hier unten wegtun. Zack. Die braucht man ja nur hier oben und hier hinten braucht man die zum Beispiel auch nicht. Na, da kann man die eher hier reintun zum Versiegeln. Genau, auf der Seite auch. Und dann halt auch hier. Und halt nur da, wo man die auch dann halt eben sieht. Ihr seht schon, jetzt haben wir auch nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Quarz. Ich muss also nochmal in die Hölle zurück. Ach Mensch. Aber ansonsten würde ich mal sagen, das sieht noch schon mal gar nicht schlecht aus. Das war's dann auch erstmal mit dieser Folge. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr noch Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten war es das auch erstmal mit dieser Folge. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt wie immer einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.